Ach, hier, komm. Und mal kurz eine neue Fähigkeit mitnehmen. Die Stichflammenexplosion. Stichflamme habe ich ja noch nie so wirklich benutzt. Na gut. Wir wollen die Ultra-Streuflamme. Dafür müssen wir auch die Stichflamme mitnehmen. Au, das tat weh. Das tat ein wenig weh. Ach, hier ist ja gar nichts. So, sagen wir hier nochmal speichern. Ah, irgendwie sind die Kröten hier ein wenig einfacher zu töten. Ich glaube, überhaupt alle Gegner sind hier etwas einfacher. Können wir das kaputt machen? Na, ja, zumindest da unten, das konnten wir kaputt machen. So, wo müssen wir hin? Noch weiter nach rechts. Oh, guck mal. Auch das hatten wir beim letzten Mal nicht mitgenommen, beziehungsweise nicht gefunden. Können wir doch direkt speichern beim Baum, oder? Irgendwie war das doch so. Speichern und Leben auffüllen. Sehr, sehr schön. So, unser Ziel ist, wir müssen weiter nach rechts und da unten ist noch eine komplette Ecke, die wir noch nicht erforscht haben. Ah, gehen wir da nochmal schnell hin zurück? Ja, kommt, oder? Das machen wir noch. So, erstmal hier ist direkt oben ein Item. Das können wir uns holen. Obwohl ich gerade noch nicht so richtig weiß. Erstmal würde ich sagen, machen wir die Riesenlarve da kaputt. So in etwa. So. Jupp. So läuft das. Und einen wunderschönen guten Tag, Makalanias. Ich spiele gerade voll auf Flexibilität. Wie meinst du das denn? Hollow Knight, ja. Hollow Knight sagt mir tatsächlich sogar auch was. Und erstmal einen wunderschönen guten Tag, Makalanias. Na, wie ist? Alles schick bei dir? Mensch, als wenn es dafür gemacht worden wäre, dass man sich hier so hochschießt. Und hier ist wieder so ein blöder Balken. Mann, wie kriegt man die weg? Weiß das irgendjemand? Kriegt man da noch eine Fähigkeit oder gibt es da noch andere Sachen? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ganz hinten rechts wollten wir noch hin, genau. Ich glaube, wir lassen die Tür der Tür sein und gehen erstmal wirklich den originalen Weg weiter. Und schauen hier später nochmal. Wie gesagt, nicht, dass wir dann auch wieder davor stehen und uns irgend so ein blöder Balken wieder nicht durchlässt. Das wäre sehr, sehr unschön. Ach, die Ecke ist das hier, ja. Autsch. Gab es hier was? Nee. So, wo müssen wir weiter? Nach unten müssen wir. Genauso wunderschön und erbarmungslos. Man lässt sich so sehr von Augen blenden, bis das Fluchen anfängt. Okay. Wie gesagt, ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass dieses Spiel so krass wird. Guck mal, das ist doch hier irgendwas. Ah. Das war tatsächlich ein Weg. Und das Ding da hinten ist da auch noch was, oder? Ah, das war doof. Ne, das kann man nicht reinhämmern. Konnte man nicht auch irgendwie schneller schwimmen? Ah, so. Mit der Sprungtaste.
So, schnell mal Luft holen. Vielleicht auch mal wieder speichern. Na gut, das hätten wir da auch hinten machen können. Und wieder so eine wunderhübsche Ecke hier. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Können wir ja hier einfach die Gondel in den Boden drücken. Und dann haben wir den Laser lahmgelegt. Hollow Knight hat ein paar Schwächen, die Ori sich nicht leistet. Welche denn zum Beispiel? Jawohl, eine weitere Lebenszelle gehört uns. Oh, ich wollte ja noch gar nicht runter. Ich wollte erstmal da oben gucken, aber da oben scheint nichts zu sein. Dann nehmen wir das Vieh auseinander. So, guck mal hier drüben nochmal. Da brauchen wir 4 Energie. Jetzt fängt mein Controller schon wieder an zu vibrieren, ohne Sinn und Verstand. So, und hier können wir jetzt aufmachen. Jetzt haben wir genug Energiezellen dafür gefunden. Und da oben sehe ich gerade auch noch ein Item. Da können wir doch jetzt auch ganz easy peasy ran. Und im Notfall hätten wir uns auch hochtragen lassen können. Guck mal da hinten, die Ecke, da waren wir auch noch gar nicht. Können wir uns noch wahrscheinlich auch hintragen lassen oder zumindest hochschießen. Jawohl. So, ist das die Ecke von eben? Ja. Und wieder ein Balken davor. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass es was mit diesen Gondeln zu tun hat. Aber irgendwie kann man da nicht so richtig was mitmachen. Wenn man getroffen wird, wird man zurückgeschleudert. Man bekommt Schaden, wenn man Gegner berührt. Das heißt auch, ohne dass ein Angriff erfolgt. Und die Wegfindung ist nicht so gut wie bei Ori. Okay. Aber wenn man getroffen wird, zurückschleudern. Gut, das passiert bei Ori nicht. Und man bekommt Schaden, wenn man Gegner berührt. Das ist bei Ori ja tatsächlich so. Ist das bei Hollow Knight nicht so? Das Zurückschleudern weiß ich gerade gar nicht. Werden wir zurückgeworfen? Ja. So, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg gewesen? Wartet, gucken. Da unten ist ein Item. War hier auch so? Ja. Wenn du einen Gegner berührst, macht er auch Schaden. Ist mir schon oft genug passiert, dass ich einfach in so eine olle Kröte reingesprungen bin. So in etwa. Ist ja egal, ob es ein Angriff ist oder nicht. Es macht einfach Schaden. Und was haben wir hier? Nochmal 200 Erfahrungspunkte. Schön, schön, schön. Jetzt können wir die ganzen Items, die wir so verpasst haben, alle mitnehmen. Guck mal, da unten müssten wir auch nochmal hin. Nee, lass mal. In die Mondgrotte möchte ich nicht nochmal. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Wir sind völlig auf dem falschen Ast gerade. Wir müssen wieder nach links. Nee, da können wir nicht rein. Ori, da brauchst du gar nicht so zu krabbeln. Level up! So, Leben brauchen wir nicht. Haben wir gerade ein Level up bekommen. Und ich muss mal Makalani jetzt seinen ewig langen Text gleich lesen. Dann fällt mir das bei HK einfach negativer auf, aufgrund dessen, dass man gezwungen ist, an Gegner ranzugehen, während Ori Fernkampf macht. Yep. Das wäre natürlich hier auch noch ein Highlight. Wenn man nur Fernkampf hätte, dann würde man noch wesentlich öfters sterben, glaube ich. So, kurz gespeichert. Und die Spinne aus dem Dreck gezogen. Wo müssen wir hin? Hier rechts waren wir noch gar nicht. Achso, da ist auch wieder zu. Auch wieder so ein Fall, dass ich nicht weiß, wie man diesen Pfosten da wegbekommt. Und auch hier drüben ist noch eine Energiezelle. Da müssen wir noch hin. Wir holen uns jetzt die ganzen Leben, die wir so verpasst haben.
Jawohl. Gib her. Eine Lebenszelle. Sehr, sehr geil. So, kann man da auch noch hoch? Dort, so. Nee, das sieht irgendwie... Ja, da kommt man auch hoch, aber irgendwie... Ich sollte, glaube ich, erstmal die andere Seite probieren. Könnt ihr uns hier nochmal... Dankeschön. So, Energie. Oh, Moment, wir machen das so. Ah, halt dich doch mal fest. Irgendwie wollte er seinen Schirm gerade nicht auspacken. Feuer! Spinne! Jawohl. Und hoch mit uns. So, da ist wieder so eine Glocke. Irgendwas muss das mit diesen Glocken auf sich haben. Aber wenn du mal schlecht gelaunt bist, Spiel HK. Okay. Passen dann also zu dir. Ah, sehr, sehr gut. Und das war doof. Oh, schnell hoch. Aber, wie gesagt, wieder so eine olle Glocke da. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. So, falsche Taste. Wo muss man jetzt nochmal hin? So, Kurzkarte checken. Da drüben ist ein Item und da oben müssen wir hin, wahrscheinlich. Item, Item, Item ist hier drüben. Was ist denn jetzt los? Hallöchen. Noch immer auf der Jagd nach dem Licht vom Hass geblendet. Lass mich mal in Ruhe. Und hier können wir ein Kartensteinfragment einsetzen. Und genau, jetzt sehen wir auch, wo wir da noch hinkommen. Und können jetzt auch diese kleine Erfahrungskugel mitnehmen. Wo sind wir denn hier gerade gelandet? Achso, das ist eine Abkürzung. Oh, oh, nein, nein, nicht die Ecke. Die habe ich als ganz böse in Erinnerung. Und das war jetzt sehr clever, weil von hier aus kommen wir nicht wieder zurück. Hm. Was war denn das eigentlich? Achso, der Ginso-Baum. Da haben wir nur 98%. Guck mal, da oben fehlt ein Item. Ah, schade, schade, schade. Okay, wartet. Da sind auch noch ein Haufen Items. Ja, na klar, ihr wieder. Erschreckt mich doch nicht so. Ah ja, komm. Eine Fähigkeitenzelle. Komm, schieß mal was. Boom. So, Hammer. Die dicken Larven machen wir auch kaputt. Und am besten ohne uns treffen zu lassen. Hier können wir jetzt auch nach oben. So, auch so ein Punkt. In HK kannst du nicht einfach farmen, Skill und dich stärker machen. Es gibt zwar Talismane zum Einsetzen, aber da hast du nur begrenzte Slots frei. Ist ja so nicht wie bei Ori, dass du mal 3 Stunden farmen könntest und für den Bereich immer wärst. Okay. Finde ich aber jetzt auch nicht wirklich vorteilhaft hier bei Ori, dass man das so machen kann. Und eine weitere Lebenszelle. Mensch, jetzt wären wir aber wirklich gerade ein bisschen overpowered, was die Leben angeht. Die ganze Zeit schlagen wir uns hier mit 6, 7 Leben durch. Und jetzt kriegen wir es einfach hinterhergeworfen. So, kurzer Blick nach rechts. Hier können wir wieder nicht weiter. Aber hier unten gibt es doch sicherlich einen Schalter dafür, oder? Oder halt noch eine Energiezelle.
zu. Aber wie gesagt, wie kriegen wir diese blöden Baumstelle kaputt? Ich habe die Befürchtung, dass das alles später nur mit der Sprintfähigkeit funktioniert. Oder halt hier wieder so eine Gondel. Kann doch nicht sein. Irgendwas muss man doch mit diesen Dingern machen können. Guck mal, wie die wackeln. Das muss doch irgendwas, irgendwas muss es doch damit auf sich haben. So, okay, den Rest lassen wir jetzt einfach mal und kämpfen uns hier oben dann halt wieder über den Weg zurück. Geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt. Ja, aber hübsch aussehen tut's ja auf jeden Fall. So, in den Ginsobaum wollen wir nicht wieder rein. Hier können wir jetzt auch nach oben und dieses Item mitnehmen. Eine weitere Fähigkeitenzelle. Wir kriegen es hier wirklich gerade hinterher geworfen, ne? So, dann können wir auch direkt hier mal speichern und Fähigkeiten ausrüsten. Die Ultra-Streuflamme, die lernen wir. Und können wir hier noch den Geistermagneten? Ne, da brauchen wir 2 Punkte zu. Und auch das hier Ultra-Seelenverbindung brauchen wir 2 Punkte für. Okay. So, dann einmal runter auf die dicke Larve. Und wir machen jetzt 6 Schaden. Das ist ordentlich. So, wo müssen wir hier hin? Genau hier durch. Genau der richtige Weg. Entweder Scheiterhebel oder Flock im Boden rammen. Habe ich mir fast schon gedacht, Magalanias, aber ich finde es halt ein bisschen seltsam. Aua, noch ein toller Aua. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass wir jetzt so viele Ecken schon gefunden haben, wo halt kein Flock oder irgendwas in der Nähe ist. Weiß nicht, ob ich halt dann immer noch zu doof bin, den Weg zu finden. Weil irgendwo hätten wir doch dann zumindest mal einen Weg finden müssen. Da zum Beispiel würde ich jetzt sagen, ja, da sehen wir den Weg. Und ich glaube, den Flock hat man auch schon gemacht hier. Ja, ich glaube, nee, da hat man die Fähigkeit noch nicht, oder? Ja, da hatten wir die Fähigkeit noch nicht. Da haben wir hier zwar schon freigebombt, aber konnten halt noch nichts machen. Oh, sehr schön. Oh, nicht der Laser. Moment, wir speichern. So, wartet mal. Da drüben ist wieder eine Fähigkeitszelle und da ist ein Teleporter. Den holen wir uns als erstes. Und dann kriegen wir erstmal noch ein paar Erfahrungspunkte. Sehr, sehr gut. Ja, klettern können wir ja mittlerweile auch. Genau. Und das, achso, das zählst du schon als besser an. Aber gut, das ist ja eine Fähigkeit, die man lernt innerhalb des Spiels. Hat man ja also nicht von Anfang an. Und ganz ehrlich, dieses an der Wand klettern habe ich bisher noch nicht so wirklich gebraucht. Kriegen wir das jetzt mal hin? Komm mit, Rosa. Das hier klappt, ja. Oh! Okay, der schießt nur Kugeln. Der macht gar keinen Laser. Oh, Lava. Lava instant tot. Das ist ja super. Bäm. Ach, jetzt ist er wieder zu. Toll. Hallo, Großer, komm mal mit. Okay, wir speichern. Gib mir eine Kugel. Oh.
Was war denn das jetzt? Wie habe ich den denn jetzt kaputt gemacht? Hallo, Kugel. Das grüne Rhino hat schon Stil. Na, halt so der kleine Selfmade-Kaputtmacher, ne? Komm, gib mir eine Kugel. Gib mir noch eine Kugel. Oh, komm hoch hier. Meine Fresse. Geht denn hier schon wieder ab? Oh. Eine Energiezelle. Und weggelasert. Wunderbar. Toll. Dankeschön dafür. Kugel, Kugel, Kugel. Komm noch eine. Jawohl. Und hoch. Und weg. Und durch.